hatte den Durchblick. Er wäre stolz auf dich, Matt. Es mag sein Erbe sein, aber es ist dein Erfolg. Fangen wir sie noch ab? Die Einhelia ist eines der schnellsten Schiffe aller Zeiten. Und der Wind steht auch günstig für sie. Jedes andere Schiff könnte da kaum mithalten, geschweige denn sie einholen. Doch, das ist nicht irgendein Schiff. Das ist die Enterprise! Sowas wie Papps Mithril-Antrieb hat die Welt noch nicht gesehen. Da hast du recht. Clive, was weißt du über Barnabas Tarm? Kaum mehr als die Barden singen. Dass er aus dem Süden nach Ashra segelte. Mit der Gewandtheit seiner Klinge die Macht errang. Und dass sein Schwert, Odins Schwert, selbst die Fäden des Schicksals zerschneiden kann. Aber lassen wir uns davon nicht verunsichern. Wir kämpfen für unser Überleben. Überleben? Das Licht! Ich dachte, das wäre ein Versteck hier! Mit! Gesellschaft! Was? Wir halten sie auf, bis wir ablegen können. Beeilung! Sondrek! Alle Mann! Auf eure Posten! Seid ihr bereit? Sie kommen! Matt kann jede Sekunde gebrauchen! Hinter mich, Lord Rossfield! Ich krieg diese Dreckskarre zu! Hinter dich! Weil ihr mich daran zum Kämpferherz mit Angst erfüllt! Noch ein Dreck, er ist hoch! Captain!
Das wäre geschafft. Hey, ihr Waschlappen! Alle Mann an Bord! Es kann losgehen! Aye, aye, Captain! Clive? Aber ich dachte, er wäre... Verflucht. Das hatte ich befürchtet. Sleipnir ist kein Mensch, sondern eine Schöpfung Odins. Feuriger Phönix Federbusch? Hast du keine normalen Feinde? Bereit für Runde 2? Na logisch. Oder Lord Rossfield? Mein Junge, früher nannten mich die Leute den Vollstrecker. Oder war es meine Angst? Ach egal, gleich werden hier ein paar Köpfe rollen. Matt, neuer Plan! Lauft aus, wir folgen! Folgen? Wollt ihr schwimmen? Ach, hol mich der Ankerlichten! Antrieb, langsam voraus! Gebt Acht, Freunde. Durch die Adern eines Egi fließt kein Blut. Sie werden nicht leicht zu besiegen sein. Ich werde sie fällen, wie der Holzfäller seine Eichen schlägt. Mein Beil wird euch folgen! Wie lange sollen wir sie noch hinhalten? So lang wie nötig. Oder hast du eine bessere Idee? Na, mindestens 5 von denen habe ich schon erledigt. Scheiß drauf. Den Rest schaffen wir auch. Jetzt oder nie, Clive!
willst du? Ah, das wäre doch nicht nötig gewesen. Du weißt, was diese Fesseln tun. Du bist mein Geschenk an Mythos. Du nutzt mir nur unversehrt. Hier wird nicht gefaulenzt! Je länger wir stillstehen, desto mehr müssen wir wieder aufholen! Wäre zu schön, wenn Mit einen Antrieb über hätte. Seit du auferstanden bist, geht es mit mir stetig bergab. Sag mal, bist du dir deiner Sache wirklich absolut sicher, Clive? Deine Feinde übertreffen sich an Furchtbarkeit und Übermaß. Ja, und sie bestimmen, wie wir leben und sterben. Reicht dir das als Antwort? Du hast den gleichen Blick wie dein sturer Vater, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte. Auf dem Schlachtfeld bin auch ich nur eine Axt. Eine tödliche, aber dennoch nur eine einzige. Doch was du brauchst, sind Tausende. Ich hoffe, mein alter Freund in Randela wird uns helfen können. Pass auf dich auf. Ich habe dir noch vieles über deinen Vater zu erzählen. Und das kann ich wohl schlecht, wenn du tot bist. Mal wieder. Viel Glück, Onkel. Und ich hoffe, der Wind steht gut. Und du, Joshua, schone dich. Das werde ich beherzigen. Leb wohl, meine Neffen. Wenn ihr mich wiederseht, führe ich eine ganze Armee ins Feld. Wow! 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 Bis bald. Durchziehen, Freundchen. Gut. Wird Zeit, dass wir uns um unseren Teil kümmern. Sonst hält er uns das ewig vor. Vigo, hab Gnade. Was habe ich getan? Milord!
bis nach Valut. Aber wer nach Norden will, muss Semmekes umfahren. Und durch die Enge. Solange wir Kurs nach Nord-Nordost halten, holen wir sie noch ein, bevor sie wieder weg sind. Sie könnten Ashra aber auch südlich umsegeln. Über den Weg bis nach Stonehir. Da bräuchten sie bei dem Wind eine Ewigkeit. Mit weiß, wovon sie redet, Clive. Jedenfalls besser als jeder von uns. Tun wir, was sie sagt. Einher ja gesichtet. Jawoll! Fast. Wie eine Motte, so folgst du dem Licht. Das unsichtbare Band des Bewusstseins verdammt sie zum gleichen Schicksal. Jeder meiner Versuche, ihre Seelen zu trennen, hat die Bindung nur fester werden lassen. Faszinierend. Meine Klinge hat bislang jedoch nichts widerstanden. Verdammter Scheiß! Radsteuerbord!
stirb! Clive! Zurück! Clive, wie bist du? Erklär später. Hände! Kannst du gehen? Hier raus sicher. Halt still! Phönix. Du bist der Dominus des Feuers? Ich sehe nichts weiter als ein flackerndes Licht. Es geht schon. Aber wohin? Was hast du mit Joshua gemacht? Dem Phönix? Oh, er wird bestimmt überleben. Das Bewusstsein, das sie um eure Seelen gesponnen habt, scheint sich in seiner Verzweiflung verstrickt zu haben. Also leiht sich mein Herr die Kraft meiner Klinge. Die Welt wird bald in Schwärze getaucht werden. Und alles Leben im Kuss des Todes seine Bestimmung finden. Deshalb werden wir die Ursache bekämpfen. Wir werden sie zerstören, die letzten Mutterkristalle, und rücken die Welt wieder ins Lot. Komm, denkst du wirklich, es wäre so einfach? Die Fäule ist unabwendbar. Nicht einmal der Allmächtige kann ihrem Vormarsch Einhalt gebieten. Deine Mühen sind zum Scheitern verurteilt. Sie führen zu nichts außer Leid. Du musst
muss die Wahrheit endlich erkennen, Mythos. Die Rolle erfüllen, die er dir gab. Niemals. Solange ich entscheide, wähle ich die Hoffnung. Und wieder führt dich dein blinder Wille vom Weg ab. Doch nun führe ich dir die Unausweichlichkeit deines göttlichen Schicksals vor Augen. Ob du willst oder nicht. Lauf so weit, wie du kannst. Clive, nicht! Vertrau mir, Jill. So schnell auf? Niemals! Clive! Siehst du es nicht? Dein eiserner Wille ist Ballast. Er hindert dich daran, deinen Zweck zu erfüllen. Und was ist mein Zweck? Mythos. Wer sind wir? Was sind die Domini? Den Atem des Schöpfers noch warm auf unseren Lippen, tragen wir sein Licht und geleiten die Massen in seinem Namen. Wir sind mächtige Taten Gottes. Wir sind mehr als das. Du wärst nichts ohne das, was er dir gewährt hat. Die Kraft in uns ist die seine. Und jedes Mal, wenn wir sie nutzen, zehrt sie an unserer Substanz. Sie verschleißt uns, zerreißt uns, damit ihr makelloses Antlitz sich zeigen kann. Die Esper. Zu viel Macht, selbst für seine Auserwählten.
Aber nicht für dich, Mythos. Du gebietest über die Macht vieler, doch dein Körper hält ihrem wilden Tosen stand. Sag, was willst du? Du sollst wissen, dass wir die Domini nur niedere Werkzeuge sind. Wir wurden für dich erschaffen, auf dass du aus unserem Sein schöpfen und deine göttliche Bestimmung erfüllen würdest. Die wäre? Zu wachsen, zu verschlingen. In deinem Kerker des Stolzes hast du deine wahre Pflicht vergessen. Solange du dich ihr bewusst widersetzt, wirst du mir nicht einmal einen Kratzer zufügen. Doch es mag dir Trost spenden, dass du in deiner Not nicht allein bist. Die Ketten des Willens fesseln die ganze Menschheit. Dennoch gibt es Grund zur Freude, denn in seiner unendlichen Gnade erbarmt sich der Herr seiner fehlerhaften Schöpfungen. Er wird sie wieder zurück in ihre alte Form weisen. Und wie genau sieht die aus? Nun, treue Diener Gottes. Nein. Manieren, Lord Rossfield. Das sind Menschen wie du und ich. Nur werden sie nicht vom Willen belastet, der unser Eins seit langer Zeit schon so plagt. Sie sind rein. Sie sind göttlich. Wir alle sollen akasisch werden. Ganz recht, Mythos. Wie einst. Zu lange schon führt der ungestüme Wille die Menschheit in die Irre. Es ist Zeit, zu ruhiger Gleichheit zurückzukehren. Auf dass sie abermals zur Erlösung findet. Erlösung? Und alles aufgeben, was uns lieb ist? Behalt deine Erlösung. Wir retten uns selbst und wir folgen unseren Regeln. Nicht deinen oder deines Gottes. Mit jeder trotzigen Bekundung eures Willens ziehen sich eure Ketten enger zusammen. Doch vielleicht kann ich diese Tatsache nutzen. Je stärker du dich an die letzten Domini bindest, desto größer wird dein Hunger werden, bis er dich zur einzigen Antwort zurückführt, die je existiert hat. Auf einem anderen Weg, als ihn der Herr vorsah, aber dennoch zurück. Ashra ist nicht weit. Mit Shivas Hilfe... Schaffst du das noch? Hoffentlich. Ich versuch's. Schau nicht zurück! Ich mache mir trotzdem Sorgen. Die Enterprise war weit genug weg. Sie haben es geschafft. Und wenn sie dem Eis folgen, finden sie uns. Morgen werden sie hier sein. Es ist schon das zweite Mal, dass Barnabas mich besiegt hat. Ich komme nicht gegen ihn an.
Es mag sein, dass dir wirklich keine andere Wahl bleibt, als dich seinem Herrn hinzugeben. Nur wirst du das nicht tun. Der Clive, den ich kenne, wird das nicht tun. Du glaubst also, mich wirklich zu kennen. Wenn Barnabas nicht gelogen hat, bin ich mehr Monster als Mensch. Und jedes Mal, wenn ich die Flammen in mir beschwöre, verbrenne ich etwas. Etwas, das mich ausmacht. Tust du das? Wofür hast du deine Kraft bis jetzt genutzt? Du hast Menschen geholfen. Es ist doch egal, wie oder von wem du sie erhalten hast. Es zählt, wie du entscheidest, sie einzusetzen. Und du hast entschieden, sie für Gutes zu nutzen. Ich habe mit ihr auch getötet. Vielleicht ist das meine Bestimmung. Alles, wozu ich gut bin. Du bist immer noch der, mit dem ich aufgewachsen bin. Immer darauf bedacht, alle um dich herum zu beschützen. Und doch immer so allein. Weil dir nicht klar war, dass einer von ihnen schon immer der Verletzlichste war. Du, Clive. Du. Du hast dir nie die Zeit genommen, dich selbst zu beschützen. Mich selbst. Ich fürchte, dafür ist es zu spät. Es ist nie zu spät dafür. Solange du es auch selbst willst. Du kämpfst, um zu überleben. Und das tust du, um die zu beschützen, die du liebst. So kannte ich dich. Und so bist du immer noch. Ich weiß, dass das so bleiben wird. Also werde ich dir helfen. Und alles dafür tun, um uns zu schützen. Jill. Heißt das du? Wenn es das ist, was du willst, dann... Zögere nicht, Clive. Tu es. Nur wird dann die ganze Last allein auf dich fallen. Aber ich bin nicht allein. Diese Bürden, die ich trage, meine Sünden, mein Schmerz, meine Trauer, sie sind alle auch ein Teil von mir. Thank you.
deine Bürden zu schultern, ist keine Last für mich. Clive. Das verspreche ich dir, Jill. Wir werden einen Weg finden, diesem Schicksal zu entkommen. Einen Weg, einander zu retten. Irgendwann werden wir wieder zum Mond sehen. Du und ich. Und ich verspreche dir, Clive. Ich halte zu dir. Selbst wenn du dich aufgeben musst. Sein einziges Lächeln mich so erfüllen kann. Was ist mit Barnabas? Wollen wir ihm nachfahren? Nein. Unsere Wege kreuzen sich früh genug. Ob wir wollen oder nicht. Außerdem haben wir vorher noch etwas zu erledigen. Natürlich. Drachengrat. Der letzte Mutterkristall. Die Einherja liegt auf dem Meeresgrund. Valut wird es nicht wagen, in Sturm einzurücken. Doch sie wissen, dass wir kommen. Ein neuer Plan. Das brauchen wir jetzt. Dann sollten wir nach Hause gehen und einen schmieden. Ashra muss warten. Mit sagt, Odin hätte das Meer in zwei gespalten. Sie erzählt ja gern mal wilde Geschichten. Aber das hier ist wilder als wild. Ich kann es selbst noch nicht ganz glauben. Ist dein Onkel nicht bei dir? Er ist noch auf der Enterprise. Der Kampf gegen die Einherja hat dem Schiff ganz schön zugesetzt. Und er kennt einen Schiffbauer in Randela. Wir treffen uns dort und segeln dann nach Ashra.
Ist das dein Ernst? Soweit ich weiß, tummeln sich da immer noch die Akasischen. Das ist doch jetzt überall so. Ultimas Fluch greift um sich. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir haben das Versteck so gut wie möglich verstärkt. Aber die paar Bretter werden wohl kaum reichen. Egal. Wir bleiben dran. Vielleicht hilft es ja doch. Hoffen wir es. Ich sollte nach Joshua sehen. Wenn Taya mich lässt. Wie fühlst du dich, Joshua? Besser als vorher. Aber nicht halb so gut, wie ihr solltet. Eure Wunden sind vielleicht verheilt, aber euer Körper zahlt unweigerlich den Preis für eure Unvernunft. Was hätte ich denn tun sollen? Das war kein gewöhnlicher Widersacher. Das war die Hand der Finsternis. Und trotz allem war es nicht genug. Er hätte mich 100-mal töten können. Aber stattdessen hat er mit mir gespielt, wie ein Curl mit einer Maus. Du bist stärker, als du denkst. Machen wir uns nichts vor. In diesem Kampf hat nur ein Mann seine Stärke unter Beweis gestellt. Und dieser Mann war Barnabas. Es tut mir leid, Bruder. Das hätte ich nicht sagen sollen. Noch nie habe ich mich so machtlos gefühlt. Gerade jetzt, wo alle zu uns aufsehen. Vielleicht geht es dem Prinzen genauso. Wo bin ich hier? Bleib da! Gesagt, dass sich auch Geister verirren. Lichter weisen ihnen den richtigen Weg. Für sie habe ich damals auch eins angezündet. Der Feind agiert aus den Schatten. War
hast es, du hast du meine Hand gelenkt, Ultima. Nein, nicht du. Das war mein Tun, meine Schuld, die ich tragen muss. Und für das habe ich zu sühnen. Deine Wunden verheilen gut. Das liegt an meinen wohltuenden Wickeln. Du machst sie? Ja, ich verkauf sie auf der Straße. Reicht für was zu essen, meistens. Verzeih mir, ich habe nichts, was ich... Ich weiß, aber du hast doch Hilfe gebraucht. Du gehst schon? Ich muss. Danke dir. Das werde ich nicht vergessen. Komm mich bitte wieder besuchen, ja? Phönix, ich schulde euch wohl meine Flügel. Ich hoffe, er kann sich selbst verzeihen. Ich nehme an, du wirst wieder nach Valut aufbrechen? Warten macht es nicht besser. Dann sollten wir nicht länger warten. Das sehe ich anders, aber ihr hört ja nicht auf mich. Ihr nehmt täglich eure Medizin. Das werde ich, Lady Taya. Lasst ihr etwa schon zum Aufbruch? Wie lange brauchen wir zurück nach Ashra? Keine Ahnung, so lange wie wir hierher gebraucht haben, oder? Nicht so lange, wenn dein Herr Onkel die Enterprise anständig reparieren lässt. Und deutlich länger, wenn wir keinen Ankerplatz finden. Ja, so einfach werden sie uns nicht an Land lassen. Wir müssen damit rechnen, dass Ashra voller Feinde ist. Dass sie angreifen, sobald sie uns sehen. Wir brauchen einen versteckten Landeplatz. Und ich weiß schon, wen wir da um Rat fragen. Frau Professor, ich sag ihr, dass ihr kommt! Solange ihr den Kurs plant, spreche ich mit eurem Historiker. Ich habe ein paar Fragen zu Ultima. Dann organisiere ich die Reisevorräte mit Charon. In Ashra werden wir nichts finden. Die Verfassung deines Bruders lässt keine großen Mühen mehr zu. Das weißt du, oder? Ja. Kompliment. Red dir das ruhig. Ah, Clive. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Bitte sag mir, dass du hier bist, um mich von unserem Nachwuchsgenie zu erlösen. Ich fürchte leider nicht. Ich habe Fragen zu Ashra. Wieder einer dieser Tage, wo einem nichts erspart bleibt. Schieß los. Sobald die Enterprise bereit ist, nehmen wir Kurs auf Drachengrad. Wir brauchen einen sicheren Anlegeplatz. Einen, wo nicht alle sofort mein schönes Schiff ramponieren. Wenn es die wie Sand am Meer gäbe, würde Valut heute wohl kaum als uneinnehmbar gelten. Wir wissen fast nichts über Ashra. Die wenigen Berichte, die uns vorliegen, sind lückenhaft und veraltet. Und das haben wir König Barnabas zu verdanken. Valuts Grenzen sind für Auswärtige unpassierbar, seitdem er den Thron innehat. Wenn es einen sicheren Anlegeplatz gibt, ist er nicht auf meiner Karte. Dann erzähl uns wenigstens das, was du weißt. Du wirst immer noch besser informiert sein als wir.
Tu es für die Enterprise. Na gut, na gut. Wenn ich dann meine Ruhe habe. Aber unterbrecht mich. Und es ist Schluss. Verstanden? Barnabas Tarm, der letzte König, wie viele ihn nennen. Um Valu zu verstehen, musst du erst verstehen, was ihn vorwärts treibt. Als Kind war er von fern jenseits der südlichen Wasser nach Valisthea gekommen und noch als Jüngling gelang es ihm, die Stämme Ashras unter sich zu vereinen. An ihrer Spitze marschierte er in Veldermark ein und legte das alte Königreich über Nacht in Schutt und Asche. Sein Triumph versetzte Valisthea in Aufruhr. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde von Odins Macht in jeder Burg, jedem Hof, jeder Schenke. Und das war bereits im Jahr 843. Der kühne Ritter wurde zum gestandenen König, der seit 40 Jahren regiert, ohne Spuren der Zeit davon zu tragen. In letzter Zeit war es still um das Königreich von Valut. Und viele wunderten sich schon, ob Odins Kriegslust versiegt sei. Doch die Einherjahr ist nun in See gestochen. Ein unmissverständliches Signal. Orks scharen sich um Drachenfang und Schwärme Akasischer überfluten die Gassen Canvas. Wie genau das Chaos, das sie verbreiten, Valut nützen soll, bleibt ein offenes Rätsel. Doch bedenke, wenn es tatsächlich König Barnabas war, der den Befehl zum Angriff gegeben hat, können wir eines mit Sicherheit sagen. Valut ist das Unvorstellbare gelungen. Es hat die Wildstämme und Akasischen unterworfen, vor denen der Rest Valistheas in Furcht erzittert. Noch nie hat es so etwas gegeben. Daher kann niemand euch sagen, was euch erwartet, wenn ihr Fuß auf Ashra setzt. Die Fäule hat bereits große Teile des Kontinents verschlungen und die wenigen verbleibenden Häfen werden streng bewacht. Nicht zu vergessen Ashras tückische Küste. Ein gewöhnliches Schiff würde von den reißenden Strömungen gepackt werden und wie morsches Treibholz an den Klippen zerschellen. Doch die Enterprise ist alles andere als gewöhnlich. Und mit ist die Landung schon einmal dort gelungen. Vielleicht fällt dir ja auch selbst jemand ein, der gerade erst an der Schattenküste gestrandet ist und weiß, wo man sicher an Land gehen könnte. Siehst du, Clive? Du hättest mich gar nicht gebraucht. Kannst du uns zurück an diese Küste bringen, mit? Ich hab euch auch abgeholt, oder? Aber du meinst wohl wegen der Strömung dort. Das stimmt, die haben's in sich. Aber das macht's erst spannend. Wohl wahr. Danke für alles, Vivian. Wenn ich schon mit Allgemeinwissen und ein paar Gerüchten deinen Dank ernte, was bekomme ich dann erst, wenn ich wirklich relevante Informationen für dich habe? Wahrscheinlich mehr Besucher. Mit, wir versammeln uns in der Schankhalle. Ich hole Joshua aus dem Archiv. Aye, aye, Captain. Ah, Clive. Was möchtest du denn wissen? Bitte, nur zu. Die Lage der Welt ändert sich stetig, Clive. Sie sind allesamt mit Wunden übersät. Ich wüsste nicht, was dem wieder... Clive, das musst du hören. Bitte, sprecht. Ihr erinnert euch an unsere letzte Unterhaltung über Ultima? Nun, ich habe seither neue Erkenntnisse gewonnen.
Und allem Anschein nach ist euer Bruder zu ähnlichen Schlüssen gekommen. Du erinnerst dich an das Wandbild im Phönixtor, wo meine Suche nach Ultimas Ursprung ihren Anfang nahm? So bedeutsam es mir auch schien, sein Geheimnis habe ich nie entschlüsselt. Doch ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir weitere solcher Darstellungen finden. Besser erhaltene, wie ich hoffe. Sagt, Clive, habt ihr auf euren Reisen je vom Kreis des Malius gehört? Ich nehme an, eher nicht. Der Name bezeichnet die älteste bekannte Religion in ganz Valestea. In Stürm geriet sie mit den Jahren in Vergessenheit. Doch selbst heute noch finden sich Spuren ihrer Lehren in der kristallenen Orthodoxie. Wartet, in Stürm ist sie vergessen. Und in Ashra? Religiöse Bauten werden oft abgerissen oder zweckentfremdet, wenn ein neuer Glaube den alten verdrängt. Aber wenn nie ein neuer Glaube aufkam, dann könnte es durchaus sein, dass die alten Tempel noch stehen. Verstehst du? Deshalb muss ich unbedingt mit dir nach Valut. Und wie immer ist die Geschichte uns ein weiser Lehrer. Doch ohne Moss und seine Notizen wären wir nie auf diese Fährte gestoßen. Unglaublich, dass ihr die ganze Zeit die Aufzeichnungen meines Mentors bei euch hattet. Ich bin froh, sie in guten Händen zu wissen. Ich werde sie pflegen und hüten. Joshua, wenn du fertig bist, komm in die Schankhalle. Ich muss noch mal mit allen reden. Natürlich. Wäret ihr wohl gewillt, mir die Notizen eines Tages auszuleihen? Nur für eine Weile. Natürlich, werter Harpokrates. Jederzeit. Mitch hat gesagt, ich darf als nächstes auf die Enterprise. Verzeihung. Ihr habt alle gehört, wohin wir gehen und warum. Ich langweile euch also nicht mit Details, nur mit den wichtigen. Wenn wir uns Stonhöhe auf dem Seeweg nähern, werden wir höchstwahrscheinlich gesichtet und unter Beschuss genommen. Stattdessen gehen wir also an der Südwestküste an Land und dann zu Fuß nach Drachengrad. Auch das wird gefährlich. Wir müssen davon ausgehen, dass ganz Ashra unter Ultimas Kontrolle steht. Eine große Gruppe würde unnötig auffallen, käme langsam voran und würde mehr Verpflegung brauchen, was ein Risiko wäre. Nur Joshua und ich gehen an Land. Und ein Speer. Ein guter, wenn's geht. Gav, kennst du da wen? Darauf kannst du deinen Arsch verwetten. Aber vielleicht leihe ich mir trotzdem noch eine von Vivians Karten. Nur für den Fall, meine ich. Du setzt uns an der Schattenküste ab. Dann fährst du zurück in neutrale Gewässer. Hiss die Handelsflagge. Verhalte dich unauffällig. Beim geringsten Anflug von Gefahr lässt du uns zurück und fährst nach Stürm. Unauffällig ist mein zweiter Vorname. Aber das mit dem Zurücklassen kannst du vergessen. Mein Schiff fährt nirgendwo hin, bis nicht alle eure Nasen wieder an Deck sind. Jill, die Enterprise wird für Piraten und Valuta ein verlockendes Ziel sein. Schalte jeden aus, der an Bord will. Keine Sorge. Dem Schiff und der Mannschaft passiert nichts. Schließlich bringen sie euch zurück, oder nicht? Aber... nun gut. Wenn es keine Fragen gibt, sehe ich euch am Hafen. Sag Bescheid, wenn du gehst. Ich muss noch etwas loswerden. Mach ich.
Glaubst du, teilt man das Meer? Ich glaube, es ist besser. Oh, ich habe gar nicht mit dir gerechnet. Deine Gönner sind sehr großzügig. Viel Glück da draußen, Sid. Ist was passiert? Wieso? Also echt, ich wollte mich nur kurz verabschieden. Ich werde wie immer den Laden hier zusammenhalten. Du kannst also ruhig die Welt retten. Ich verlasse mich auf dich. Also, wenn wir die Küste entlang laufen, machen wir einen riesen Umweg. Ich guck schnell. Vielleicht geht's landeinwärts auch weiter. Clive? Hm? Bitte antworte mir ehrlich. Du hast dir die Esper genommen, nicht wahr? Ja, habe ich. Sie wollte es so. Sie wollte es so? Du hast dich dazu entschlossen, die Welt ganz allein zu retten. Sie wusste, dass du sonst sterben wirst. Wie konntest du ihr das antun? Du wusstest genau, dass sie macht, was du willst. Aber ich nicht. Hör auf, uns auszuschließen, Clive. Das hier ist unser Gefecht, nicht deins. Ich habe es getan, weil ich das Richtige tun wollte. Du denkst wirklich, dass du sie brauchst, um alle zu retten? Das tue ich. Wie du meinst. Nur vergiss nicht, du bist nicht allein. Ich hab uns einen Weg gefunden. Mir ist was entgangen, oder? Joshua jedenfalls nicht. Ach, Geschwister. Ich wollte ja schon immer mal nach Ashra. Wir sind hier auf Valuta-Boden. Die mögen keine Gäste. Ah, komm schon, Clive. Das Schloss dort sieht doch sehr einladend aus. Wollen wir die Gastfreundschaft seiner Bewohner testen?